Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Das Haus der Großmutter. Meine Großmutter hieß Bertha. Sie und ihre Schwester Anna waren kaum ein Jahr auseinander. Aber sie waren so unterschiedlich, wie zwei Schwestern nur sein konnten. Und seine Geschichte. Hiermit verfüge ich, Bertha Lünschen, geborene Delwater, dass mein Besitz folgendermaßen aufgeteilt wird. Meine Enkelin Iris wende ich das Haus zu. Erinnerungen. Kommt, wir springen von der Brücke. Ah! An unbeschwerte Sommer. Oder drei Tage lang redet keiner mehr mit dir. Reife Äpfel. Im Juni. Erlebnisse, Erfahrungen, Entdeckungen. Einer längst vergessenen Zeit. Eine nie vermutete Liebe. Ach, die Niete. Machst du dich jetzt lustig über mich oder ist es deine Art? Die erst beginnt. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich meinen alten Fluchtimpuls niederkämpfen. Ich hoffe nur, dass im Gegensatz zu früher so viel Würde nicht durchs Schlüsselloch zu gucken. Und mit einem Mal. Vor 13 Jahren habe ich mir eigentlich für immer verboten, die Frage nach dem Warum zu stellen. Ist alles wieder da. Es gibt nicht auf alles eine Antwort. Nach dem Bestsellerroman von Katharina Hagener, Der Geschmack von Apfelkernen. Hast du das Stück? Sind Sie schon mal einem Menschen begegnet, den Sie meinten, bereits Ihr Leben lang zu kennen? Ich erinnere mich an dich. Wie heißt du eigentlich? Relativität besagt, dass Zukunft und Vergangenheit die gleiche Gültigkeit für die Gegenwart haben. Aber? Ja, wo ist sie denn? Hattest du schon mal ein Déjà-vu? Bist du bescheuert? Hör auf damit. Das ist verrückt, verrückt, verrückt. Warum? Hast du Angst? Weil ich so bin, ich bin. Dann fange ich am besten gar nicht erst an, dich zu mögen, oder? Ich muss nur einmal schnipsen. Dann hört's auf. Da bist du ja. Schon das zweite Mal, dass du mich gerettet hast. Du wirkst nicht so, als ob du gerettet werden willst. Kennst du Schmerzen, für die sich keine physische Ursache finden lässt? Alles, was du gemacht hast, hat dich hierher geführt. Warum erinnern wir Menschen uns an die Vergangenheit, aber nicht an die Zukunft? Weißt du, ich habe auch Angst. Nichts ist für immer. Alles ist für immer. Unser Führer ist tot, Lore. Ist uns Gefängnis? Du darfst nie vergessen, wer du bist. Mutter, Vater. Who are you? Thomas, ich bin Ihr Bruder. Wir sind von Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden, bis wir befreit wurden. Warum
magst du nämlich nicht. Du darfst mich nicht verlassen. Vergangene Nacht gelungen, das Asylbewerberheim in Rostock-Lichtenhagen. Rostock gibt es scharfe Kritik an den Sicherheitsbehörden. Verantwortliche Politiker hätten nicht rechtzeitig reagiert. Rostock ist nicht ausländerfeindlich. Helm auf den Kopf brüllt mich an und ich denke, na gut, mal sehen, was so ein Helm aushält. Diese Eskalation ist gewollt, denn in unserem kleinen Rostock haben sie die Falle gestellt. Das ist Taktik. Wo bleibst du heute Abend? Na, zu Hause. Im Sonnenblumenhaus. Was halten Sie eigentlich so von dem ganzen Mist in Lichtenhagen? Ist doch eine Schande. Kann man das Gesindel nicht einfach wegschaffen? Bist du eigentlich links oder rechts? Was hast denn du jetzt für ein Problem, ne? Kann man nicht einfach normal sein? Ja, was soll ich denn jetzt der Presse sagen? Und was ist mit den Vietnamesen? Obwohl es bis in die Nachmittagsstunden ruhig aussah, erwartet die Polizei wieder gewalttätige Auseinandersetzungen. Guck mal, da oben sind noch welche. Willst du mich nicht mal küssen jetzt? Eins verspreche ich euch. Morgen um dieselbe Zeit ist Rostock ausländerfrei. Mein Vater hat gegen die Demokraten gekämpft, weil er Faschist war. Und ich habe gegen meinen Vater gekämpft, weil ich Kommunist bin. Dann hast du gegen mich gekämpft, weil du Demokrat sein willst. Und jetzt frage ich mich, was Stefan gerade tut. Was ist denn heute Nacht, oder soll ich hier? Zieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön. Tante Elisabeth, du blutest. Hast viel Scheiß erlebt, was? Ich werde deine Bewerbung unterstützen. Du erinnerst mich an jemanden. Würdest du mich gerne malen? Es ist viel zu leicht, dich zu lieben. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer. Komm doch mal. Dieser Kurt gefällt mir nicht. Jetzt bist du also seit 2 Stunden mein Schwiegersohn. Auf die Eheleute. Ich bin schwanger. Es ist nicht die Erbmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir müssen es unterbinden. Ein Arzt soll doch heilen. Er soll doch heilen. Die Leute wollen was Neues. Eine Idee. Deine Augen verraten mir, dass du mehr gesehen hast als wir alle. Mit 30 noch am Studieren. Als Mozart 30 war tot. Kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Weiß auf weißem Grund. Ist das die neue Kunst? Fast niemand mag ein Foto von sich. Aber jeder soll ein Gemälde mögen. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden?
Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.